So, wir sind jetzt immer noch am Stand von Umarex, haben hier ja wahrscheinlich mal ein kleines Messe-Highlight, nämlich den M3 Morphs, das, was wahrscheinlich viele von euch als Carl Gustav kennen. Dazu gibt es hier diese Cartridge, ja, die hier entsprechend dann eingefüllt wird. Und ja, das System ist ganz interessant, das ist eine Eigenentwicklung. Also hier vorne haben wir das Projektil drin, ja, das ist so ein Ball. Der kann auch tatsächlich noch gefüllt werden mit verschiedenen Stoffen. Und dann muss das Ganze hier hinten einmal geöffnet werden. Und wir haben dann hier drin einen entsprechenden Kartuschenzylinder. Ja, hier wird dann entsprechend Gas eingefüllt. Hier oben ist das Ventil. Ja, hier hinten haben wir, ähnlich wie man das von 40 mm Hülsen kennt, dann hier hinten den Auslöser. Ja, das heißt, hier ist dann irgendwo ein Pin drin, der das Ganze dann hier drückt und dann entsprechend auslöst. So, das ist jetzt hier nochmal das Projektil. Das sind quasi zwei Hälften. Die sind natürlich dann auch wiederverwendbar. Ja, die kann man dann entsprechend so zusammen machen und da könnte man jetzt natürlich zum Beispiel Mehlpulver reinpacken oder eben andere Sachen, ja, oder eben auch BBs. Ja, das funktioniert auch. Hier kann man jetzt nochmal sehen, wie das Ganze dann von innen aussieht, ja, wenn das Ganze dann ausgelöst wird. Wie gesagt, der Ball wird dann hier entsprechend eingepresst und dann kommen wir natürlich noch zum wichtigen Part, nämlich dem M3 an sich. Das Ganze sieht dann so aus. Ja. Hier oben haben wir dann natürlich noch die üblichen Schlaufen, ja, für Tragegurte. Tatsächlich ist das Ding gar nicht so schwer wie vermutet. Ja, wir kommen hier wahrscheinlich auf ein Gewicht von ja, etwa 3 Kilo, 3,5 Kilo. Ja, dazu haben wir hier oben dann noch die Rissschiene. Dort können dann beispielsweise noch Optiken angebracht werden. Ansonsten haben wir hier natürlich auch noch so dieses Klappvisier, was dann im Zweifelsfall auch funktioniert entsprechend. Ansonsten das Ganze hier auch nochmal in der Höhe verstellbar. Ja, ist natürlich ein bisschen langwierig, das Ganze hier zu machen. Aber ja, so viel zum M3. Das Ganze kommt in Deutschland über die Elite Force, über den Elite Force Vertrieb und wird wahrscheinlich auch demnächst bei uns im Shop verfügbar sein. Preis aktuell noch unbekannt, aber da lassen wir uns einfach mal überraschen.